wachsen munter die Pflanzen. Wenn ihr hier so runterschaut, ich bin ja der Freund des Gestrüpps, ihr seht auch da unten Dickicht. Überwiegend auch Himbeer- und Brombeersträucher. Die werden später auch ihre Früchte tragen, aber ich erkläre euch dann gleich, was das auch für den Augenblick schon bedeutet. Also hier auch wieder am Hang. Alles voll mit Pflanzenbeeten. So, und hier sind wir wieder bei der Badewanne. Da seht ihr da die Himbeer- und Brombeersträucher und am Boden die Pflanzen. Gut, dann gehe ich mal ein bisschen mehr ins Detail. Also vor ein paar Wochen fing es hier schon an. Die ersten Pflanzen, die dann gekommen sind, wie ich das auch schon aus dem Naturschutzgebiet in Sachsen kenne, das ist dann vor allem das Schaboxkraut mit seinen gelben Blüten. Oft daneben die Buschwindröschen mit den weißen Blüten. Die Buschwindröschen sind nicht so bekömmlich, also die wird man nicht so in den Salat machen, aber das Schaboxkraut ist dann ein guter Vitaminlieferant und hilft dann im Frühjahr erstmal wieder Vitamine anzusammeln, wenn man zwischendurch nicht so viel Grünzeug essen konnte. Und ja, jetzt seht ihr, also das Schaboxkraut ist so ein bisschen schon wieder verdrängt worden durch andere Pflanzen. Und da seht ihr hier zum Beispiel Giersch. Also Giersch ist das, was hier hauptsächlich um den Wohnwagen herum wächst. Da ist alles voll. Zu dem Schaboxkraut sollte auch noch gesagt werden, dass das am besten zu verzehren ist, bevor das die gelben Blüten entwickelt, weil dann entwickelt das nämlich Stoffe, wo das auch zum Teil giftig ist. So, also man kann die aber trotzdem, jetzt wenn die gelben Blüten da sind, kann man das Schaboxkraut trocknen, dann tut sich dieser Inhaltsstoff, der da giftig wirkt, tut sich dann verflüchtigen. Also so haben die Seeleute das ja auch damals gemacht, die haben das dann auf ihren Reisen mitgenommen, weil das ein unheimlich guter Vitamin-C-Lieferant ist und haben das dann getrocknet mitgenommen, Skorbut, kommt ja von Schabock, ist ja Skorbut, um diese Krankheit zu verhindern. Ja, danke Marcel. Ja. Wobei, da sage ich gleich dazu. Also was wir jetzt hier sagen über die Pflanzen, alles natürlich ohne Gewähr, ne? Ihr wisst, also man frage immer einen Arzt oder Apotheker oder so, ne? Oder auch nicht. Also je nachdem, wie man das eigenverantwortlich übernimmt. Jedenfalls, wir übernehmen keine Haftung. Gutes Buch dazu kaufen. Ja, gutes Bestimmungsbuch kaufen, meint der Marcel. Wobei, ich will mir doch erlauben, als aus der praktischen Erfahrung meiner Jahre zu sagen, also ich teile diese Vorstellung nicht, also dass man nur vor der Blüte dann, oder dann kommen die Leute und sagen, nur die zarten Triebe oder nur die Spitzen und was weiß ich. Also meine praktische Erfahrung ist, dass man sich da einfach gewöhnen kann, viel freizügiger in der Natur zu sein und zu essen, was man da so findet. Also probieren geht über studieren. Ne? Ja, also jedenfalls. Try and error. Jedenfalls, ich bin da der Ansicht, das kann man eben auch so, auch mit den Blüten und allem so mitessen, das Allermeiste. Und der Körper stellt sich da schon gut drauf ein. Also in der Rohkostszene, wo gesagt wird, wir sollten uns die Affen zum Vorbild nehmen, also wenn die da so rumlaufen, na, da muss man schon gucken, dass die nicht die Ästchen von dem Gestrüpp noch mitessen. Also ich rate dazu, einfach, ich nenne es mal, die Potenziale zu erforschen und herauszufinden. Es ist eh ja so, um sicher zu sein, dass man nichts Falsches isst, da kann man hingehen und kann natürlich von vornherein mit Bestimmungsbüchern arbeiten. Dem ist auch nichts, da ist nicht gegenzureden. Aber es gibt eben die Survival-Methode auch und die besteht darin, ja, dass man sagen kann, es gibt eigentlich kaum eine Pflanze, wo man durch eine Mini-Menge schon gleich sterben würde. Und dann gibt es die Methode, einfach Pflanzen kennenzulernen, auch wenn man gar kein Bestimmungsbuch hat. Und dann geht man hin und man riecht, also man schaut sich die Pflanze erstmal an, wenn man eine neue, unbekannte Pflanze sieht, nähert sich ihr an, riecht an ihr, leckt an ihr, schmeckt ein bisschen,
schluckt noch nicht runter. Und dabei kann man schon oft feststellen, ist da so etwas, was sich scharf anfühlt oder brennend, oder ist da irgendetwas, was ja nicht so günstig erscheint an der Pflanze. Und dann kann man hingehen und kann eine Minimenge davon essen. Und das kann man machen und dann isst man nichts anderes. Also ich meine, Fasten schadet dem Menschen sowieso nicht. Er kann auch 2 Wochen mal nichts essen. Das heißt, um so eine Pflanze kennenzulernen, kann man richtig sich darauf konzentrieren. Man kann hingehen und isst eine Minimenge und dann wartet man 8 Stunden oder auch länger und guckt, was das mit einem macht, ob man irgendwelche schädlichen Wirkungen feststellt. Und wenn man die nicht feststellt, dann geht man langsam hin und isst eine kleine, etwas größere Menge und nähert sich damit den Erfahrungen mit dieser Pflanze so an, dass man damit dann vertraut wird und sehen kann, dass das so geht. Die frühen Menschen haben die Natur sicherlich nicht mit Bestimmungsbüchern kennengelernt, sondern durch dieses Vertrautwerden damit. Und da die sicherlich nicht viele Opfer auf diesem Weg so, also die dran starben, hinnehmen wollten, haben die das sicherlich behutsam gemacht und ja, die Natur so auf die Weise kennengelernt. Ich kann dazu gleich sagen, oder wenn ich gleich über die Wiese gehe, sage ich beim Wiesenkerbel noch was auch zu Verwechslungsgefahren und Vergiftungsgefahren. Aber jetzt erstmal hier bin ich ja noch beim Giersch, der Pflanze, die also hauptsächlich hier drumherum wächst. Und das kann man schon mal auf jeden Fall gut essen, einfach so, ne? So, ich hoffe, die Kameraführung funktioniert einigermaßen. Dann haben wir, wie ihr seht, hier viele Pflanzen auch mit diesen roten Blüten. Das ist die rote Lichtnelke oder auch rotes Leimkraut. Und ihr seht gleich, wie das so ist mit den Blüten. Vor und nach der Blüte. Ja. Lecker. Marcel probiert auch mal mit Blüte. Ich habe die noch nie gegessen. Ich erfahre auch jetzt von der zum ersten Mal von Öffi. Bin mal gespannt. Cool. Lecker. Lecker. Ja. Hat Biss. Dann gehen wir weiter. Wir sehen hier schon zwischendurch immer auch Brennnesseln. Da ist natürlich ein Tipp, vorsichtig zu pflücken. Also diejenigen, die da so empfindlich sind oder noch nicht viel Erfahrung machen, damit sie sich nicht verbrennen. Und wenn man Salat draus machen will, dann packt man das in ein Tuch oder sowas und drückt es. Dann gehen dadurch diese Giftstoffe, die brennen, auf. Und dann klappt das. Und das kann man natürlich auch. Also jetzt ein Öff, isst gerne pur. Lecker, lecker, lecker. Hat das nicht wehgetan? Scheiße. Angenehmes Prickeln. Wie Sekt. So, jetzt gehen wir hier weiter rum. Soll ich mal zeigen, wie ich das mache? Marcel, zeig also, nochmal mit den. Also, erstmal tue ich die Brennnessel von unten packen. Von unten packen. Und ja, pflücken. Moment. Dann habe ich hier den Trieb. Und dann kann man so rüberstreichen, ohne dass man sich verbrennt. Damit werden schon mal ein paar Brennhaare so abgetrennt. Ein bisschen verbrennen, also nesseln, tut man sich trotzdem mal. Ja, da gewöhnt man sich dran. Und dann nehme ich die beiden, dann mache ich so. Also so wie der Öffi das jetzt gemacht hat, so will ich die, glaube ich, nicht essen. Ich probiere das mal aus, aber trotzdem erstmal so kann ich die dann auch wirklich problemlos genießen. Sehr lecker. So, ihr seht, das war die etwas entschärftere Variante. Und jetzt kommen wir. Ihr habt ja gesehen, ganze Wände hier aus Himbeer- und Brombeersträuchern. Und die haben zwar auch kleine Stacheln dran, wir gucken mal. Ups. Na, die noch nicht mal. Das sind also die ganz zarten, milden. Aber zum Teil sind da auch Stacheln dran. Und jedenfalls, das kann man alles essen. Das heißt, das ist alles Teil des von alleine, von Mutter Natur
hergestellten, allein gewachsenen, uns geschenkten Essens, Nahrungsmittel. Ein wild wuchernder Garten. Und dann gehe ich hier nochmal ein bisschen über die Wiese. Dann könnt ihr nämlich noch ein, zwei andere Pflanzen sehen. Ihr seht hier, das ist alles Giersch, was da kommt. Neben ein bisschen Gras noch, aber viel Giersch. Und wenn man hier so weiterläuft, über die Wiese, den Hang so ein bisschen hoch, kann man auch noch ein paar andere Sachen finden. Also alles Himbeer- und Brombeerblätter schon. So, hier sind wir. Hier gibt es noch ein paar andere Pflanzen, die ich euch noch mal ein bisschen vorstellen will. Ihr seht hier zum Beispiel den Wiesenkerbel. Den kann man auch einfach so essen. Und anhand des Wiesenkerbels kann ich euch ein bisschen was sagen, auch zu Gefahren, Verwechslungsgefahren, Vergiftungsgefahren. Also wie gesagt, im Zweifelsfalle seid immer vorsichtig, entweder mit dem Bestimmungsbuch oder mit dem allmählichen Kennenlernen von Pflanzen. Der Wiesenkerbel, der kommt so im April, Mai und dann in den Folgemonaten ist es nicht mehr der Wiesenkerbel, dann ist eine ähnliche Pflanze da. Das ist dann die wilde Möhre. Und beides ist sehr lecker, gut essbar. Die gehören, also ich hoffe, dass ich die Bezeichnung jetzt alle richtig wähle, zu den Doldenblütlern. Das heißt, die haben da so eine Dolde, so einen Kranz von Blüten. Und bei der wilden Möhre ist da oft so ein in den weißen Blüten ein schwarzer Punkt mit dabei. Das wäre dann der Moor oder deshalb kommt das mit der wilden Möhre. Und es gibt da Verwechslungsgefahren, also bei dieser Pflanze. Und zwar, also sehr gefährlich ist der Schierling, Uferschierling beispielsweise. Und es gibt auch, also ich glaube, es sind alles Doldenblütler, es gibt den Taumel, Kälberkopf, weil da eine Pflanze ist, wo sogar die Kühe dann so von ins Torkeln kommen konnten. Und also da gibt es schon gewisse Gefahren der Verwechslung und dass man sich da vergiften könnte. Aber das ist, wenn man sich dann feiner damit befasst, durchaus auch unterscheidbar. Also nach meinem Wissen ist zum Beispiel ein gutes Unterscheidungsmerkmal, dass bei den schwierigen Pflanzen eben die Stängel nicht so einheitlich grün sind, sondern eben Verfärbungen haben und Knotenbildungen und sowas alles. Also da kann man schon drauf achten und anhand dieser Merkmale, wie gesagt, also ne, alles macht ihr auf eigene Gefahr und schaut euch da auch die Beschreibung, auch gerade dieser Verwechslungsmöglichkeiten auch gerne mal in einem Bestimmungsbuch dann an. Macht euch da also eher gründlich erkundig vorher als zu wenig gründlich. Aber dann findet man sich da auch gut zurecht. Und jetzt zum Beispiel Wiesenkerbel, da gibt es schon größere Felder jetzt auch von, wo diese Pflanze hier viel dann zu finden ist und guter Salatbestandteil ist. Das seht ihr so hier. Und dann gibt es noch, hatte ich doch auch noch hier gesehen, tadadam, irgendwo war hier auch noch der Bärenklau. Ist das das hier? Bärenklau? Weiß ich nicht. Nein. Aber sonst gehe ich mal hoch, also das habe ich hier oben auf der Wiese jedenfalls auch gesehen, größere Pflanzen. Ihr seht hier so zwischendrin überall der Wiesenkerbel.
Und dann, ja, hier ist doch zum Beispiel, kann man jetzt auch gut finden, Bärenklau-Pflanzen. Die heißen so, weil die Blätter eben so sind wie solche Tatzen. Das kann man auch gut essen. Ja. Und ihr seht, viel Wiese mit ganz viel Pflanzen auch, die man so ernten kann. Was man natürlich jetzt auch gerne essen kann, gut essen kann, der Marcel bringt uns da Löwenzahnblüten. Ihr seht, Löwenzahnblüten gibt es ja auf der Wiese eine ganze, ganze Menge. Und die sind echte Leckereien. Da können sich Naturkinder, also wenn man hier Kinder so in so eine Naturlebensweise integrieren mag, die können sich daran so gewöhnen, dass das für sie wie Bonbonersatz sein kann. Habe ich schon selbst auch so erlebt. Okay, Marcel geht hin und sammelt leckere Blüten. Wir können dann nachher sagen, wir essen Blumen. Ist ja etwas sehr Schönes als Ausdruck der vegetarischen Kultur. Dieser Satz, wir essen Blumen statt Leichenteile. Also insofern eine sehr schöne Kultur auch, die man sich da angewöhnen kann. Und ich gehe schon mal so zurück und zeige euch als krönenden Abschluss noch, wie man eins der wilden Raubtiere der Naturpflanzen essen kann. Und zwar handelt es sich auch um Distelpflanzen. Normalerweise kann man die Disteln auch so essen. Und auch die Stacheln machen nichts. Ich habe mal hier, also hier hatte ich das eben rausgeholt aus meinem Ziehwägelchen. Da hatte ich auf dem Weg mal so eine richtig gefährlich aussehende Distelpflanze eingesammelt. Ihr seht die Stacheln. Und ähnlich wie bei den Brennnesseln. Also wenn man ein bisschen mehr so sich mit den Naturpflanzen beschäftigt und da auch seinen Salat draus macht, also irgendwann quetscht man da nicht mehr viel oder zupft da nichts ab, sondern irgendwann genießt man dann möglichst pur. Also ihr seht hier nochmal die gefährlichen Stacheln. Wow. Und auch die kann man essen. So, damit sei es mal das gewesen mit dem kleinen Rundgang hier durch den frühlingshaften Wildnaturgarten und was er so an Möglichkeiten bietet. Das ist eine Wahnsinnsmenge an Nahrungsmitteln, für die man nicht hacken und jäten muss und umgraten muss und was weiß ich, man muss nicht gießen und so weiter und so fort. Man kann sich einfach am Reichtum und an der Fülle freuen. Und wenn man bedenkt, dass die Naturpflanzen, die man isst, einen Nährwert noch haben, der doppelt und dreimal so groß ist wie der Kulturpflanzen, dann kann man sich schon die Frage stellen, auch wenn uns die Natur so reich beschenkt, wissen wir das ausreichend wertzuschätzen? Oder gehen wir über diese Basis, die uns geschenkt wird, zu leichtfertig vielleicht hinweg? Ich bin im Laufe meiner Entwicklung auf den frechen Spruch mal gestoßen, dass die Menschen in vieler Hinsicht mit ihren künstlichen Anbaumethoden oder Umgangsmethoden mit der Natur, ja, einen Weg gehen, wo sie sich viel Arbeit machen, um weniger zu haben oder um weniger Lebensqualität dadurch zu haben. Also dass die Arbeit gar nicht mehr bringt, sondern weniger bzw. weniger Qualität. Sehr bedenkenswert aus meiner Sicht. Sehr bedenkenswert. Ich habe mal die Story auch gehört, weiß nicht, ob sie wahr ist. Die betrifft die Entwicklung in Frankreich zum Weißbrot. Und zwar, ursprünglich haben da natürlich die Bäcker, die Bauern, das ganze Getreide zu Brot gemacht. Und auch nicht irgendwelche Teile, das ist der Getreidesamen, Getreidekörner, also rausgefiltert und weggeschmissen oder so. Und dann wollten die Adligen was Besonderes haben. Und dann wurde so angefangen mit dem Verfeinern, dass eben die dunkleren Bestandteile weggemacht wurden und raus kam das feine Weißbrot. Und dann hatten die Franzosen ja ihre schöne französische Revolution. Und da haben die Massen ja geschrien, weg mit den Privilegien des Adels.
Gleichheit, Weißbrot, Dummheit, Weißbrot für alle. Und dann hat es Jahrhunderte, glaube ich, gedauert. Also noch vor einiger Zeit, als ich Jugendlicher war, hieß es immer, in Frankreich kriegst du kein Vollkornbrot. Die essen alle nur Pappbrot, die essen alle nur Baguette. Insofern, also wir müssen uns vielleicht schon als Menschen wirklich die Frage stellen, was ist wirklicher Fortschritt und wo wissen wir das nicht zu schätzen, was uns geschenkt wird, auch von der Natur oder von Gott geschenkt wird. Wo ist es so, dass wir mit unseren Veredelungs-, Verfeinerungs- und was weiß ich für besonderen Ansprüchen im Endeffekt nur die Natur umflügen und künstlich verändern und uns selbst dadurch keinen Gefallen tun, weil was wir rausbekommen, ist vielleicht sogar in der Menge und vielleicht noch mehr in der Qualität weniger wertvoll. So sei mit diesem Gedankenanstoß das Video von heute beendet. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit.